Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Awakening. Beim letzten Mal habe ich ja gefragt, ob ich den lieben Anders hier vielleicht zum arkanen Krieger machen soll. Da haben einige gesagt, ja, mach das, warum nicht? Es hat sich, glaube ich, keiner dagegen ausgesprochen. Von daher werde ich das mal tun. Was ich übrigens sau doof finde, ich kann aktuell nicht mehr auf Kommentare antworten unter meinen Videos. Das heißt, ich kann da irgendwie keine Antwortoption einklicken. Ich kann höchstens die Kommentare löschen, aber da ich das generell nicht gerne mache, lasse ich das auch. Auf jeden Fall finde ich's dumm, denn so kann ich nicht mehr direkt auf die Leute eingehen. Das ist halt Google. Was soll ich da noch sagen? Ja, auf jeden Fall Anders, arkaner Krieger, warum nicht? Werde ich mal tun in Zukunft. Oh. Was ist das? Was ist da los? Was wollen die hier? Und doch, was wollen sie hier? So, das geht's. Lass mal sterben. Warum brennt sie denn jetzt? Myri? Aha, die Überlebenden von Vigils Wacht. War das nicht vorher so? Also ich meine, dass es wirklich so war vorher im Hauptspiel. Ich werde es tun. Dass die Zauber, in dem Moment, wo ich sie gesprochen habe, war auch schon der Wirkungsradius, zumindest jetzt von diesem Flammenschlag, da war der Wirkungsradius schon vorgegeben. Also da, wo ich den Zauber ausgesprochen habe, hat er auch gewirkt. Mittlerweile ist es so, wenn sie reinlaufen, kriegen sie scheinbar doch noch Schaden. Finde ich ziemlich doof, muss ich sagen. Also, mir fällt's jetzt erst auf. Naja, gucken wir mal weiter. Ich werde mir die Quest gleich mal durchlesen, habe ich jetzt ganz vergessen. Naja, dann wird wohl Anders in Zukunft ein arkaner Krieger sein. Allerdings möchte ich erst ein bisschen Ausrüstung für ihn sammeln. Ich weiß gar nicht, kann man auch an mein... Also, kann ich an meine Kiste noch ran aus dem Soldatenhügel? Denn das wäre super, da habe ich noch ein Schwert für arkane Krieger. Finde Überlebende des Angriffs. Du hast einen Überlebenden des Angriffs auf Vigils Wacht gefunden. Suche nach weiteren Überlebenden und rette sie. Ja. Eine sehr tiefgehende Quest. Oh. Wie viel Sinn das? Naja, komm mal her. Wie ihr meint. Oh, ist das ein Zauberer? Ja, ein Gesandter. Sehr schön. Da freue ich mich doch. Kann ich wieder meinen Mana-Schub einsetzen? So. Und den hau ich noch hinterher. Ja. Ah, ich finde das so schön, wie die halt immer gleich kaputt gehen davon. So. Na? Hallo? Sag mal, warum macht er denn nichts? Jetzt macht er was. Du lebst auch noch, du Schwein. Naja, jetzt nicht mehr. So, Meister der Tiere. Aha. Zwei Schaden, schnelles Zielen, Schaden gegen Tiere. Ja. Nein. Werde ich wieder verkaufen, sobald ich's kann. Wie ihr meint. Wie gesagt, Armbrüste finde ich total Schwachsinn, weil Krieger oder Nahkämpfer sind ja eigentlich dafür gedacht, dass sie nach vorne rennen und draufprügeln. Warum soll ich ihnen dann eine Armbrust in die Hand geben? Finde ich irgendwie ein bisschen... Weiß nicht. So, kann ich die zerstören? Ja, das ist voll die gute Barrikade gewesen, wenn man die mit einem Treffer kaputt kriegt. Naja. Ist ja wohl nur provisorisch, die ganzen Tische. Aha. Gut, da wäre ich in den Hof gekommen. Die Frage ist halt, wo muss ich hin? Ach so, den Hebel hier umlegen. Für das Fallgatter wahrscheinlich. Erledigt. Oh, jetzt haben wir aber Angst. Bleibt ja, wo ihr seid. Um uns zu töten, braucht es mehr als das, ihr Bestien. Kommt ruhig wieder, wenn ihr euch traut. Was war das denn? Dunkle Brut. Dunkle Brut. Ja, das war ein Zwerg, aber der ist cool, glaube ich. Ne, Zwerge finde ich ja allgemein ziemlich lustig. Ja, 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 komm, mach mal nicht so einen Aufstand, ihr Viecher. Ihr dürft jetzt nämlich alle ein bisschen sterben gehen. Warte mal. Na, kann ich da irgendwo einen hinschießen, ohne mich selbst zu treffen? Nö, leider nicht. Leider nicht. Ich bin auf der Stelle für den Frieden. Naja, das war's schon. Solche Pfeifen hier. Die könnten mir wenigstens orangene oder gelbe entgegensetzen, mindestens. Weil sonst ist das alles hier Kanonenfutter für mich. Soll jetzt wirklich nicht wieder angeberisch sein, aber ich meine, im Prinzip ist es doch so. Die können doch nichts, die Viecher. Was soll denn das? Glauben die etwa, ich habe das Hauptspiel beendet mit Level 5 oder sowas? Warte mal, da draußen sind noch welche. Level... Da guck mal, allein schon Level 15. Ich bin... Level 23.
In anderen Rollenspielen hat das vielleicht nicht viel zu bedeuten, aber hier ist es schon eine ganze Menge. Nee, komm, dann mach ich erstmal die Viecher platt, bevor ich daneben weitergehe. Dann mache ich die erstmal futsch. Ja, da wird auch schon gespeichert. Oder soll ich erstmal... Da geht's Wehrgang und da... Ja, da bin ich hierher gekommen. Wehrgang. Ich gehe erstmal nach unten hier. Ich will mal sehen, ob ich den Zwerg da anquatschen kann, weil der war ja hier auf dieser Seite. Hallo, Zwerg. Zwerg, Zwerg. Nee. Hä? Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Ja. Ach so. Aha. Ich bin so blöd. Was heißt so blöd? Das habe ich ja vorher nicht gewusst. Ich bin hier reingekommen, dann hier rauf und dann habe ich daneben den Gang genommen, bin über den Weg... Ja, ja, okay. Jetzt habe ich mir quasi nur den Weg geschaffen, um hier weiterzukommen. Naja, muss man ja auch erstmal... Wird erledigt. Bringt euch in Sicherheit. Der Bauer segne euch. Ja. Soll er mal machen. Ja gut, ich meine, wenn ich die ganzen Typen hier kille, habe ich die Quest ja auch geschafft. Am Ende schaffe ich sie aber nicht, weil ich die Leute nicht selbst in Persona angequatscht habe oder so. Tschüss. Und nein, nein. Blöde Gesandte, hört mal auf hier. Warte mal, sind das... Ne, es ist nur einer. Ach Leute, dieser Mana-Stoß, das ist Beste. Guckt's euch mal an. Achtet mal auf den Schaden jetzt. 900. War das eben 900 oder habe ich mich verguckt? Das ist so toll. Das ist so genial. Ich habe doch die 5. Ja. So. So. Ah, das war's schon. Ja, ich sag ja, also ich hab's echt mit dem Magier ganz gut getroffen, dass ich hier so abgehe wie eine Kampfsau. Aber ich mein, Albtraum ist halt auch das Höchste, was man machen kann. Ich würde hier noch eins höher stellen, aber geht nicht. Nee, Magier ist echt ein bisschen überstark. Muss ich mal so an dieser Stelle sagen. Magier ist einfach übertrieben stark als Klasse im späteren Spiel. Mhm. Was ist das denn? Schutzrune des Novizen. Das ist wohl eine neue Rune hier aus Awakening. Mhm. Okay. Nee, warte. Ich muss erst nach oben. Ist eigentlich egal, wo ich hingehe. Ich glaube, dort geht es dann aber auch nicht weiter, so wie es ausschaut. Na? Oh. Oh, wie geil, Leute. Das ist Ogryn. Was macht denn Ogryn hier? Wie cool ist das? Da freue ich mich ja, dass wieder so einer da ist. Warte mal. Ja, ja, ja. Heul da nicht immer gleich so rum. Warum habe ich diese Stimme ausgewählt? Die mag ich nicht. Die hört sich so immer an, als hätte sie irgendwas quer. So. Erstmal rüsten. Ach, ist da wieder ein Gesandter, ne? Warte mal. Schwein. Jetzt lass mich doch da mal gescheit anvisieren. So. In die Schlacht. Er lebt ja immer noch. Sehr schön. So, Ogryn. Mein Kumpel. Aha, da seid ihr. Als die dunkle Brut aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, wartet nur ab, bis der neue Kommandant hier auftaucht. Dann kriegt ihr alle einen gewaltigen Tritt in den Arsch. Ich bin einfach den Schreien gefolgt. Und da seid ihr schon. Sehr schön. Ogryn, was macht ihr denn hier? Da traut ihr euren Augen nicht, was? Nach dem 5. oder 6. Krug geht es mir auch immer so. Dachte, es sei eine gute Idee, es mal als ehrenhafter grauer Wächter zu versuchen, also bin ich hier. Er war hier, als ich aufgebrochen bin. Ich kann nicht glauben, dass die Wächter ihn nicht rausgeworfen haben. Hey, wenn das nicht diese knackige Rekrutin ist. Oh ja, er ist eindeutig eine Zierde für die Wächter. Ich weiß, es ist zu gut, um wahr zu sein. Hey, wer ist denn der Magier? Euer Freund, soll ich euch zwei vielleicht allein lassen? Beeindruckend, ein Zwerg, der wie eine ganze Brauerei riecht. So etwas bekommt man nirgendwo sonst zu sehen. Oho, ein Magier und Komödiant. Diese Kombination wird normalerweise nur selten besonders alt.
Oh, ich freue mich, dass Orgrim dabei ist. Es ist schön, euch wiederzusehen. Irgendwie bezweifle ich das. Das geht mir ähnlich. Ja, dann sorgen wir mal dafür, dass die Ärsche der dunklen Brut Bekanntschaft mit meinem Stiefel machen. Ach, ihr werdet ihn schon mögen lernen. Orgrim ist super. So, was haben wir da? Oh, Rezeptur, starke Natursalbe, Ausdauer, schwache Ausdauer, leeres Pergament. Ja, nehmen wir alles mit. Wird erledigt. Das finde ich so cool, dass es hier Ausdauertränke gibt. Das finde ich echt cool. Yay, der Orgrim. Warte mal, ich habe da noch einen Kodex bekommen. Das wissen wir ja alles, was über Orgrim. Ihr könnt es trotzdem gerne lesen. So. Gut. Ja, denn Orgrim hat uns ja schon im Hauptspiel begleitet. Wenn ihr es nicht wisst, dann Schande über euer Haupt. Dann habt ihr es nämlich nicht gesehen. So, Seelenfresserbeschichtung. Aha. Ach, ist mir alles... Die Rezepte, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen faul, was das... Oh, was das Herstellen angeht. Zumindest, wenn es meinen eigenen Kram angeht. Dann kaufe ich mir das lieber. Oder sammle es einfach. So. Warte. So. Ach ja. Sehr schön. Ist sie auch so eine Gläubige? Seht nur, da sind welche, die sie doch nicht gefressen haben. Lauft! Ja, schnell, schnell. Ist sie auch so eine Gläubige, wenn sie sagt, bei Andrastes Segen? Ist das denn Stabilitätsrune? Zwei Konstitutionen. Elektrizitäts- und Geistesresistenz. Aha. Ja, mal sehen, vielleicht ist Myri ja ein guter Ersatz für Alistair, wobei ich das bezweifle. Nichts geht über Alistair. Oh oh. Hallo. Ach, jetzt bräuchte ich meinen Mager. Ah, okay. Oh oh. Der holt schon aus. Ui, der hat sich schon wieder befreit. Und ist tot. So, hau mal ab jetzt. So. Ihr Luschen. Oh. Was? Ein Level up? Okay. Da kümmere ich mich später drum. Erst nochmal hier. Da ist eine Truhe. Habe ich überhaupt einen Schurken dabei? Nee, ne? Ich habe zwei Krieger und zwei Magier. Das ist ein bisschen schlecht. Wen gibt's denn hier als Schurken? Der Bart ist so episch. Den gab's auch in all Eamons Anwesen übrigens in Denerim. Fällt mir gerade so auf. Irgendwann werde ich auch mal so einen Bart haben, aber da muss ich noch ein paar Jahre wachsen lassen, glaube ich. Ich werde es tun. Na, mal sehen, wie das sich so vereinbaren lässt. Auf jeden Fall, zu langer Bart ist ja nicht wirklich Business. Aber es ist sau cool, so ein Zwergenbart. Auch da liegt hier noch Beute vom Gesandten. Du musst die alle für Geld fallen lassen. 57 Silber. Betrachtet es als erledigt. Ja, und da haben wir es schon. Ich habe keine Schlossknackfähigkeit. Verdammt. Dann gehen wir halt weiter. Myri? Roland. Kommandant, Roland wurde wie ich aus den Rittern Denerims rekrutiert. Wir müssen ihm helfen. Es scheint zu spät für heilende Magie zu sein. Was haltet ihr von einem Schnaps gegen die Schmerzen? Ich mag eure Denkweise. Hört mit euren Witzen auf. Das ist nicht lustig. Der Kommandant? Die Ogrens Reaktion, ich hab's so gewusst. Was ist geschehen? Wo sind die anderen? Es gab so gut wie keine Vorwarnung für den Angriff, Kommandant. Der Truchsis hat einen Gegenangriff befohlen. Aber sie kam einfach aus dem Nichts. Unter der dunklen Brut ist eine Kreatur, die sprechen kann. Sie verfügt über mächtige Magie. Sprechende dunkle Brut? Der Junge fantasiert. Irgendetwas ist in meinem Blut. Es tut so weh. Oh Mann. Wo ist dieser sprechende... Was? Diese sprechende dunkle Brut? Sie ist dort lang. Dem Truchsess hinterher. Ich werde euch rächen, Roland. Ich schwöre es. Hätte ich sein Leid vielleicht beenden sollen? Ich meine, er ist jetzt eh tot, wie es scheint. Alleine schon durch die Verderbtheit wäre er gestorben. Oh oh. Ja, was kommt denn da alles?
Bogenschütze. Ich finde das so doof, dass man die nicht anvisieren kann hier durch. Ja doch, manchmal geht's. Manchmal geht's. So. Sehr schön. So, peng. Komm hier, direkt tot gleich. Ich werde es tun. So, pam. Das geht alles so schnell. Ja, ein Hurlock, noch ein Hurlock. Wurde der nicht? Achso, der hat wieder standen. Na super. Oh, oh, oh. Warte mal. Ja, schnell. Bevor die mir alle draufgehen da unten. So, jetzt kann ich Anders erstmal ein bisschen heilen. In die Schlacht. So, ihr müsst alle sterben. Oh. Und sie hat ein Level-Up, sehr schön. Ach, die kamen hier raus. Hätte ich da aufpassen sollen, vielleicht. Ein Hurlock. Noch ein Hurlock. Die alle mit ihrem Todeswurzelzeug, das schmeiße ich eh gleich weg. Ich werde es tun. Aha, Nietenbesetzte Lederhandschuhe. Oh, immer dieser Standardkram. Ist da noch was? Nein. Da noch was? Ja, ja, guck mal, da verstecken sie sich ja auch drin. Warum seid ihr da nicht rausgekommen eben, bitte? So. So, warte. Ist da noch ein Gesandter vielleicht bei? Nö, ganz normale. Jetzt ist es Zeit zu kämpfen. Danke. Könnt ihr mal aufhören, bitte? In die Schlacht. Gut. Schön. Sturmrude des... Sag mal. Chance des Distanzangriffen... Wirklich eine Sturmrune, aber damit kann man Distanzangriffen ausweichen. Na gut, dann frage ich da mal nicht weiter nach. Kriegsaxtette. Also, nimm. Betrachtet es als erledigt. Ja, du kannst es aber nicht. Och Mann, ich finde das so doof. Wenn man einmal einen Schurken nicht dabei hat, dann ist das hier alles total doof. Ich knack doch so gerne Schlösser. Auch so in Rollenspielen spiele ich eigentlich immer gerne Schurke, weil Schlösser knacken ist super. Gibt nichts Besseres. Jetzt sind wir oben auf den Zinnen. Naja, fast. Alter Schwede, wie hoch ist denn diese Festung, sag mal? Guck mal, ich bin jetzt schon über 15 Meter, sicherlich. Es ist so gekommen, wie er es vorausgesagt hatte. Oh. Nimm diesen hier mit und behandle ihn gut. Wir wünschen nicht mehr Tod, als notwendig ist. Notwendig? Als hätte eure Art jemals etwas anderes getan. Ihr denkt also, ihr kennt unsere Art, Mensch? Ja, das ist verständlich. Aber es wird sich schon bald ändern. Andere werden kommen, Bestie. Sie werden euch aufhalten. Da ist er. Ihr habt offenbar recht. Mehr als ihr ahnt. Das Ding spricht? Na, dann bringen wir es wieder zum Schweigen. Kommandant. Nehmt den grauen Wächter gefangen. Die anderen könnt ihr töten. Alter Schwede, was ist denn das für ein Vieh? Das ist der Verzehrte, aha. Warum kann der reden? Das ist doch bei Dunkler Brut total unmöglich. Die sind doch nur so komische Verderbte wie Tiere. Bei denen ist doch alles ach, fast schon noch mehr dieser Teufel. Abgestorben, wenn man so will. Jegliche Art von Menschlichkeit. So, erstmal das. Dann kriegt ihr noch das. So, dann hau ich mir so eine Blüte rein. Oh oh. Nein! Genau, schön auf Mary. Ich vergesse immer den Namen. Mary. Ach, wie auch immer. Guck mal, der widersteht ja allem. Der widersteht allem. Was du für eine Sau. Hau mal nicht Ogren hier. Der Mauer. Ich werde es tun. Ui, was macht der mit Anders? Ich bin bereit, Schmerz. Lass mal Anders in Ruhe. Warte. Ihr könnt nicht siegen. So. Ich kann's doch auf ihn einhacken, ist mir egal eigentlich. Sie dürfen keinen Vorteil erringen. Achtung! Versuch's
versuch's nochmal mit Blutmagie. Vielleicht kann ich ihn ja blocken. Nein, Widerstand. Nein, 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 nein. Au. Hau mich halt nicht um, du Saukopf. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hau die anderen. Oh. Der hat ja einen Vortex. Der hat ja einen Vortex. Alter Schwede, so langsam nervst du mich, weißt du das? Käfig kann ich nicht packen. Oh, oh. Da, da. Wir müssen zuschlagen. Ja, mach das mal. Schlag mal zu. Alter Schwede, der Typ, der ist schon ganz schön hartnäckig, du. So was meinte ich. Solche Kämpfe will ich hier sehen. Na, zauber doch einfach weiter, bitte. Komm. Yes, Mairi. Ich schulde euch mein Leben, Kommandant. Soldaten auf der Straße. Wir bekommen offenbar weitere Gesellschaft. Ich hoffe nur, sie sind freundlicher als unsere letzten Gäste. Na, da bin ich ja mal gespannt. Bisher war es hier nicht sehr freundlich. Scheint, als käme ich etwas zu spät. Ein Jammer. Ich vermisse diese ganze Sache mit der Jagd auf die dunkle Brut. König Alistair. Ich hatte eigentlich vor, die Wächter offiziell willkommen zu heißen. Das hier hatte ich allerdings nicht erwartet. Wie ist die Lage? Die verbliebene dunkle Brut ist geflohen, Euer Majestät. Die grauen Wächter aus Orlais sind entweder tot oder werden vermisst. Vermisst? Wollt ihr damit sagen, sie wurden von der dunklen Brut verschleppt? Ist das überhaupt ihre Art? Ich weiß es nicht, Euer Majestät. Ich weiß nur, dass wir nicht alle Wächter ausfindig machen konnten. Ich verstehe. Aber zumindest ist der Held von Ferelden noch hier und am Leben. Immerhin ein Lichtblick, nicht wahr? Wir waren eigentlich super Freunde. Warum ist er jetzt auf einmal so distanziert? Es geht mir gut, Alistair. Aber das hier verkompliziert die Dinge. Das ist leicht untertrieben, meint ihr nicht? Vor euch liegt eine gewaltige Aufgabe. Ich würde euch im Kampf gegen die dunkle Brut wirklich gerne unterstützen. Aber für den Moment seid ihr auf euch gestellt. Ach, und was bin ich? Gehackte Nackleber? Dem Geruch nach zu urteilen, wäre das durchaus möglich. Ich kam hierher, um mich den grauen Wächtern anzuschließen. Und es sieht aus, als könntet ihr meine Hilfe gut gebrauchen. Also, wo ist dieser riesige Krug? Ich nehme einen Schluck. Ihr seid uns willkommen. Da brat mir doch einer einen Nack. Ich bin dabei. Ich nehme an, in diesen schweren Zeiten ist uns jeder willkommen. Ihr tretet also den Wächtern bei? Na dann, viel Glück. König Alistair, Vorsicht, Euer Majestät. Dieser Mann ist ein gefährlicher Krimineller. Nun, der Zwerg mag vielleicht ein wenig hitzköpfig sein, aber soweit... Sie meint mich. Er ist ein Abtrünniger, den wir gerade zum Zirkel zurückbringen wollten. Dort erwartet ihn seine gerechte Strafe. Ach bitte, was versteht ihr und euresgleichen schon von Gerechtigkeit? Außerdem werde ich ohnehin entkommen. Niemals. Für das, was ihr hier getan habt, werdet ihr hängen, Mörder. Mörder? Aber diese Templer waren... Ach, was soll's. Ihr würdet mir ja sowieso nicht glauben. Es scheint, als sei hier alles gesagt. Außer, ihr hättet noch etwas hinzuzufügen, Kommandant? Du kannst dich auch Ruga nennen, Mensch. Alistair, wir sind doch Freunde. Das habe ich. Ich rekrutiere diesen Mann für die Grauen Wächter. Was? Niemals! Wenn ich mich nicht irre, können sich die Grauen Wächter noch immer auf ihr Konskriptionsrecht berufen, nicht wahr? Ich gestatte es. Wenn Eure Majestät es so wünscht. Ha, gut gemacht, Kleiner. Willkommen an Bord. Ich? Ein grauer Wächter? Nun, warum eigentlich nicht? Mein Glückwunsch, Sir Magier. Ich freue mich darauf, an eurer Seite zu kämpfen. Nun denn,
Wenn ihr hier alles unter Kontrolle habt, muss ich mich nun leider verabschieden. Ja, ich denke, das Anwesen wurde gesichert. Wir haben große Verluste erlitten, aber die dunkle Brut ist fort und es gibt Überlebende. Oh, verzeiht meine Manieren. Ich bin Varel, Truchsess von Vigils Wacht. Und ich bin euch dankbar, dass ihr uns noch rechtzeitig zu Hilfe gekommen seid, Kommandant. Ich werde euch dabei helfen, über die Ländereien Amaranthines zu herrschen. Dieses Altum gehört nicht mir, sondern den Wächtern. Und als Kommandant der Grauen Wächter geltet ihr gleichzeitig auch als unser Arm. Wir sollten uns möglichst bald unterhalten. Es gibt vieles zu besprechen, unter anderem auch den Beitritt. Ihr werdet eure Reihen aufstocken müssen. Obwohl der Orden derartig geschwächt ist, liegt die Sicherheit Fereldens nun in den Händen der Grauen Wächter. Es ist an euch, die letzten Spuren der Verderbnis zu beseitigen, bevor die Situation außer Kontrolle gerät. Es ist keine leichte Aufgabe, aber ich bin überzeugt, dass ihr ihr gewachsen seid. Viel Glück, Kommandant. Möge der Erbauer über euch wachen. Na gut, da bin ich ja schon mal gespannt darauf, was uns hier so alles erwarten wird. Bevor wir irgendetwas anderes tun, Kommandant, müssen wir uns einer dringenden Angelegenheit widmen. Im Augenblick weiß ich nur von einem lebenden Wächter, der für ganz Ferelden verantwortlich ist. Dieser Zustand sollte sich dringend ändern. Die anderen könnten euch eine große Hilfe sein. Ja, ich fühle mich irgendwie ein bisschen schlecht, denn Anders und Ogryn, wenn die uns jetzt beitreten, dann könnte es ja sein, dass sie nicht überleben. Von daher, lasst uns mit dem Beitritt beginnen. Hoffen wir, dass es gut läuft. Wie ihr wünscht, Kommandant. Es ist nun Zeit, mit dem Beitritt zu beginnen. Ich werde die Worte sprechen, die seit dem allerersten Ritual gesagt wurden. Tretet uns bei, Brüder und Schwestern. Kommt zu uns in den Schatten, wo wir wachsam warten. Tretet uns bei und tragt mit uns die Bürde, die getragen werden muss. Und solltet ihr fallen, so wisset, dass euer Opfer nicht vergessen wird. Und dass wir eines Tages zu euch kommen werden. Von diesem Moment an seid ihr, Ogryn, ein grauer Wächter. Was soll das denn sein, dieser Fingerhut? Wollt ihr damit etwa auf meine Größe anspielen, hä? Das ist der Kelch, den wir immer verwenden. Tatsächlich? Ogryn ist super. Nicht übel. Der Erbauer stehe uns bei. Oh Mann. Von diesem Moment an seid ihr, Anders, ein grauer Wächter. Wir müssen also das Blut der dunklen Brut trinken. Das ist alles? Das ist alles, ja. Nun gut. Aber wenn ich in 2 Wochen auf einem Schiff nach Rivain wieder aufwache, nur mit Unterwäsche bekleidet und einer Tätowierung auf der Stirn, dann mache ich euch dafür verantwortlich. Er lebt, Kommandant. Und Boah. Wird in Kürze erwachen. Na, ein Glück. Von diesem Moment an seid ihr, Mairi, ein grauer Wächter. Ich habe diesen Augenblick herbeigesehnt. Oh, bitte lass sie es auch überleben. Oh nein. Ach Leute, warum? Vergib mir, Mairi. Möge nun der Erbauer über euch wachen. Warum musste sie jetzt dran glauben? Das finde ich blöd. Öffnet die Türen! Der Kommandant muss den Zugang zu den tiefen Wegen kennen. Da ist vielleicht ihre Basis. Die Wächter sollen also einem Gerücht nachjagen? Auch wenn es wahr ist, solange der Pilgerpfad nicht wieder frei ist, wenn ihr eure Armee versammelt habt, werden sie abgesehen von ihren Schuhsohlen nichts zu essen haben. Garavel, Wulzi. Der Kommandant hat einen anstrengenden Tag hinter sich. Wulzi sagt, einige Händler seien der dunklen Brut entkommen. Bei ihnen könnt ihr eure Vorräte zu vernünftigen Preisen wieder aufstocken. Außerdem steht die Wacht zu eurer Verfügung.
Nehmt euch die Waffen und Rüstungen, die ihr benötigt. Wir werden euch erwarten, wenn ihr soweit seid. Das finde ich jetzt dumm mit Mari, ganz ehrlich. Warum musste sie dran glauben? Ich meine, das ist doch bescheuert. Sie hat uns doch angefangen zu mögen am Anfang des Spiels. Da haben wir doch Punkte bei ihr gesammelt. War das jetzt ein dummer Zufall, dass sie gestorben ist, oder wie? Oder weil ich Anders aufgenommen habe und ihn nicht weggeschickt habe? Oh, ist das bescheuert. Ich mach das mal aus, das stört. Na gut, liebe Leute, ich würde trotzdem sagen, ich mache hier nochmal eine Pause. Ist halt jetzt ärgerlich, aber... Ja, ich kannte sie noch nicht so gut, von daher werde ich das verschmerzen können. Naja, ich würde mich sehr auf eine Bewertung freuen. Schreibt mir einen Kommi, auch wenn ich sie leider nicht beantworten kann scheinbar, wegen diesem blöden Google Plus. Lese ich sie trotzdem gerne und werde darauf eingehen. Naja, wir sehen uns wieder nächstes Mal bei Dragon Age Awakening.